Was geht ab, ihr kleinen Schlingel, und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor es aber gleich losgeht, der erste Link in der Beschreibung führt euch zum letzten Video. Das wurde nämlich vielen wieder mal nicht angezeigt. Da ging es um die gruseligsten Videos, die von Drohnen aufgezeichnet wurden. Checkt das auf jeden Fall ab, ihr findet es auch ganz oben in den Kommentaren. Beim heutigen Video geht es um meine persönlichen Top 5 YouTuber-Songs. Wir hören ja relativ viel Mist auf YouTube, sei es Wabab oder sei es Doggy oder keine Ahnung, wer noch auf einmal einen Song macht. Die 5 Songs, die ich jetzt rausgesucht habe, ist meine ganz persönliche Meinung. Und bei diesen 5 besten Songs in meinen Augen geht es nicht darum, welche jetzt am hochwertigsten oder am teuersten produziert wurden oder die am musikalischsten sind oder so, sondern einfach die 5, die mich am meisten unterhalten haben oder mir irgendwas bedeuten. Ihr könnt eure Top 5 YouTuber-Songs gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, jeder macht das mal, da kann ich mal in den Kommentaren gucken, was so eure Meinung ist. Der erste Song ist von White Titty, ein richtiger Klassiker. Das war so die Zeit, in der ich angefangen habe mit YouTube. Der letzte Sommer hieß der Song, ich denke mal, den werden viele kennen, hat irgendwie 24 Millionen Klicks oder so. Und damals muss ich sagen, ganz ehrlich, war White Titty so eine Art Vorbild für mich. Da habe ich gerade so angefangen und der Song, der war, das Video dazu war Hammer und dass sie auch diesen Mythos und den Maya-Kalender dazu genommen haben, fand ich auch cool. Ins Messer, aber hier so rumzusitzen macht das auch. Das ist so richtig eines der Style des Videos, so richtig YouTube 2012 irgendwie. Das war schon mega hochwertig produziert, das Video. Morgen sind wir alle tot. Und wenn es kein Morgen gibt, dann gibt es heute auch kein Verbot. Das ist taktlos, geschmacklos. Ich gehe. Ist das Christoph Kasten? Alter, hör mal auf. Gibt's den eigentlich noch? Mittlerweile. Weltuntergangssommersong vor Gevatter Tod stiehlt sich keiner mehr davon. Wir feiern. So ein bisschen das Gefühl, was ich bei dem Song habe, vermisse ich mittlerweile in YouTube Deutschland eigentlich ein bisschen. Es gibt keinen Morgen. Das ist der letzte Sommer. Ich meine, es ist jetzt nicht besonders gut gesungen oder so, aber es ist schon voll der Ohrwurm einfach, muss man zugeben. Also ich finde, die Jungs haben bewiesen, dass man auch einen guten YouTube-Song machen kann, ohne singen zu können. Das hat Baby zum Beispiel nicht geschafft. Nummer 2 meiner Liste ist von Julien Bam, und zwar die Everyday Saturday Parodie. Das Original stammt ja von ApoRed, es war so der meistgehatete YouTube-Song lange Zeit in Deutschland, bis Wabab kam. Dann ist es komplett eskaliert, aber das kennen wir ja alle. Und ich fand die Parodie von Julien Bam einfach mega witzig. Ich fand, sie war an jedem Punkt einfach besser als das Original. Der Text war lustig, das Video war Hammer, es war hochwertig produziert, also das fand ich richtig cool. Wir hören mal meine Top 2 auch rein. Photoshop war ein Joke, Löcher in der Hose. Auszusehen wie eine Frau ist scheinbar jetzt in Mode. Der Echte hat nicht mal echte Yeezys, mal ehrlich. Ich zähl mal deine guten Lines auf. 40. Jeder YouTuber steppt jetzt als Mike. Opfer betteln um Likes. Ich scheiß auf eure Style, ich scheiß auf eure teuren Nikes. Denn ich rolle auf der Freshest und Bike. Ich find's auch echt gut gerappt von Ju, also. Ich schlage leicht über die Stränge. Ein R8 hat nur 6, mein Fahrrad 21 Gänge. Die Location allein von dem Video ist auch mega nice, also über Köln. Also den Song habe ich mir auch tatsächlich öfter mal angehört, muss ich sagen. Ich muss ja ehrlich zugeben, dass bei so Parodien ist oft so, man hört sich die an und findet sie vielleicht ganz witzig oder ganz cool, aber man hört sie dann nicht öfter an, so als Song normal. Aber ich muss sagen, Everyday Saturday Parodie, die habe ich mir echt ein paar Mal angehört, weil ich fand, es ging einfach mega ins Ohr. Und Ju float echt gut, muss ich sagen, also Respekt. Also wenn Ju nicht schon YouTuber wäre, hätte aus ihm auch ein Rapper werden können. Ich würde einfach mal sagen, jeder, der fand, dass das auch besser als das Original war, der gibt einfach mal einen Daumen nach oben. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute da zusammenkommen, weil ich fand es wirklich besser als das Original. Deswegen mal gucken, wie viel wir da zusammenkriegen. So, Nummer 3, da kommt jetzt ApoRed auch. Jetzt werdet ihr euch denken, oh mein Gott, ApoRed, er hat ApoRed nominiert in diese Liste. Ja, es gibt einen Song von ihm, den ich wirklich feiere, und der heißt Yalla Habibi. So, die ersten Songs, ich fand sie nie ganz so schlecht, wie sie gemacht wurden. Also ich fand jetzt Everyday Saturday auch nicht den schlimmsten Song aller Zeiten oder so, aber ich finde, Yalla Habibi war wirklich so ein Sommersong. Der kam ja diesen Sommer raus, und wenn ich den gehört habe, habe ich einfach gute Laune gekriegt. Ich finde, bei ApoRed hat man auch gehört, dass man, dass wenn man an sich arbeitet, man sich auch wirklich verbessern kann. Bei ApoRed finde ich, bei jedem Song hat man eigentlich eine Steigerung. Die ersten Songs, die waren wirklich noch nichts, und dann wird es mit Song für Song besser. Und Yalla Habibi war bisher der beste Song, den ich von ihm gehört habe. Das ist halt der typische Style, der diesen Sommer so richtig innen war, und klingt halt ähnlich wie die aktuellen Rap-Songs, die gehypt werden, aber muss man auch erstmal schaffen. Ich und die Jungs von den lilanes Cash fahren den Wagen nur tiefer gelegt. Hast denn durchs Leben von lilane sehen? Der eine macht Cash mit seinem Shisha-Café und ballert sein Geld in einem Beamer Coupé. Ja, Digga. Komm auf mein Leben, ist klar, Digga. Seitdem wir mit dickeren Sportwagen rumcruisen, finden uns Leute sympathischer. Ja, Digga. Sogar den Text kann ich auch so halten. Brüter am Start, Digga. Wenn einer Problem hat, dann ruft er nur an und ich schwöre. Bis zum Refrain hören wir noch. Ja, Digga. Yalla Habibi. Yalla Habibi. Die Brüder sind immer für alles am Start. Yalla Habibi. Yalla Habibi.
Hip-Hop. Ich finde, es ging halt sehr wie diese ganzen gehypten Rap-Songs in den letzten ein, zwei Jahren, aber wie gesagt, es erstmal so hinzukriegen, den Sound auch so zu schaffen und dass es gut klingt, dass es ins Ohr geht und dass man es immer gerne wieder hören will, das muss man auch erstmal schaffen, finde ich, hat er geschafft. Das finde ich in meinen Augen ist bis jetzt sein bester Song. Kommen wir zu Nummer 4. Der ist von Altana. Mit Altana hatte ich früher zu tun. Wenn du das siehst, kannst du gerne auch mal wieder melden. Er hat einen Song gemacht, der heißt Shine On Him. Ich finde, er ist einer der besten YouTuber, die auch rappen können. Also ich finde, er kann wirklich rappen. Er ist sehr musikalisch. Weil bei vielen YouTubern hört man, wenn sie so rappen oder versuchen zu rappen, dass es einfach nicht deren Kerngeschäft ist, dass sie sonst eigentlich eben Videos machen und nur ab und zu mal auch Spaß rappen. Bei ihm, finde ich, hört man eher, dass er Rapper ist, als dass er YouTuber ist. Und das finde ich was Gutes. Es geht nur um mich selbst, basta. Gib den Fuck auf dein Geld oder Taster. Denn ich mach grad Cash, ich mach's allein und ich brauch keine Kuhkerne. Also es wurde einfach richtig gut, es klingt angenehm im Ohr. Wenn ich Punchline schreib, rest den Sound zu erzählen. Also chill mal dein Jahreseinkommen, denn ich mach's in 7 Tagen wie mein Kraftfahrtschein. Fischer Academy. So diese Mischung aus Rap und gleich gesundem. Diese Melodien, niemand wie ich. Halle deine Skills und mach Shisha-Tricks. Du bist nicht immer. Klingt halt sehr amerikanisch, aber ich mag den Song. Also besser nix sagen. Jede Bitch wäre Melanie Javin und sie machen auf Prinzessin Cinderella Komplasen, denn sie deckt sich und sie raus und sie allein was er aus dem Beat macht, er rappt nicht so eintönig, nicht so ein Flow, die ganze Zeit durchgeht, sondern er variiert, er switcht und so. Sowas mag ich. Die Hook ist auch mega. Ich finde das, wie gesagt, einen der musikalischsten YouTuber-Songs. Man merkt einfach, dass er das schon mega lange macht, dass er die Musik liebt, dass er Leidenschaft drin hat und ja, Respekt, den Song höre ich mir auch gerne auch mal so privat an. Und das mache ich wirklich bei wenigen YouTuber-Songs. So, kommen wir zu Nummer 1. Das war für mich so der Überraschungssong dieses Jahres eigentlich. Und zwar von Tanzverbot. Ich muss ehrlich sagen, im ersten Moment dachte ich, okay, wir hatten Bibi dieses Jahr, wir hatten Katja dieses Jahr, jetzt kommt Tanzverbot noch. Ich wusste nicht, was mich da erwartet. Ich hatte wirklich keine Erwartung, ich wusste gar nicht, welche Richtung dieser Song geht. Und als ich ihn gehört habe, dachte ich mir, warte mal, warte, das Ding hat was. Es klang wirklich nicht schlecht. Und Tanzverbot konnte viel besser rappen, als ich es von ihm erwartet hätte. Und der Beat war auch nicht schlecht. Er hat zwar fast meine Kopfhörer kaputt gemacht, aber es hatte Wiedererkennungswert und wenn ich jetzt Dieter Bohlen wäre, ich würde sagen, er wäre im Recall gewesen. Hören wir auch da mal ganz kurz rein. Jetzt kommt diese Fettsau. Ach, das fette Schwein, ihr werdet nass gemacht und das war noch nicht die beste Line. Ja, die Haare fettig und ein Pickelface. Ich bin das ist natürlich extrem selbstironisch, aber sowas macht dann ja auch sympathisch. Was das? Seid ihr etwa jetzt schon fertig? Oder kommt noch was? Leute, kommt schon. Er ist intakt. Ihr kennt es nicht, pass auf, nun verrat ich's dir. Schau mich an, egal ob's dunkel oder hell ist. Und ihr seht einen Riesenschlitz wie bei Bibis Beauty Palace. Und die war nicht schlecht. Einen richtig fetten Namen zu geben, werde ich meinen Zahnschlitz in eure Richtung drehen. Ja, das bin ich, euer Zahnlücken-Johnny. Alle meine Fans machen mich so horny. Und nun zur Hook, denn die wird euch zerfetten. Atme ein, atme aus, mach's wie Arsch und setzen. Jetzt kommt die Hook, Freunde. Jetzt kommt der Drop und dann kommt die Hook. Beste Stelle. Aber diese Dance-Moves muss ich auch mal ein bisschen üben. Doppelpiece. Johnny. Booster Freak. Zahnlücken Johnny. Hungersnot. Johnny, Tanzverbot! Wie sagt man in der heutigen Jugendsprache? Es hat mich abgeholt. Ihr habt das gesehen, liebe Freunde. Ich habe da mitgefiebert, ich habe da mitgerappt. Falls er irgendwann ein Album herausbringen sollte, ich werde es auf jeden Fall kaufen. Okay, liebe Freunde, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ein kleiner Klick für euch auf den Abo-Button. Das wäre aber ein großer für mich. Hier kommen täglich Videos. Auf Instagram mache ich einfach nur Jero. Da könnt ihr mir auch natürlich sehr gerne folgen. Und jetzt sind wir wieder in der Endcard angekommen. Links kommen wir zum letzten Video. Da ging es, wie gesagt, um die gruseligsten Thron-Videos. Rechts kommt ihr zu einem zufälligen Video. Das war's von mir, die Welt ist böse und passt auf euch auf.